Mit Stuhl heute. Wir wollen uns ein paar Möglichkeiten anschauen, wie wir einen einfachen Stuhl nutzen können, um fit und entspannt und beweglich zu sein, wie wir vor allen Dingen mit Übungen und Bewegungen ausgleichen können, die Beschwerden, die beim langen Sitzen entstehen. Das heißt, wir haben einen ganz normalen, einfachen Stuhl. Stellen die Füße locker, hüftbreit auf. Füße, Knie, Hüfte. Wir achten darauf, dass es so eine Linie bildet, parallel die Beine. Da brauchen wir gegebenenfalls sogar schon ein bisschen Spannung, je nachdem, was wir sonst für Sitzgewohnheiten haben, um die Beine parallel zu halten. Und die Hände legen wir locker auf die Oberschenkel. Und starten wir mit der Beckenschaukel. Das heißt, die Bewegung, die ich jetzt hier schon die ganze Zeit mache, findet im Becken statt. Das heißt, einmal schieben wir den unteren Rücken nach hinten Richtung Rückenlehne. Du kannst dich so mit etwas Abstand hinsetzen, dass du genug Platz hast oder dass du mit dem unteren Rücken schon kräftig gegen die Rückenlehne schiebst. Und bei der Aufrichtung kommen wir ein bisschen ins Hohlkreuz. Atmen aber in beide Richtungen kräftig durch den schmalen Mund aus. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund sorgen wir immer dafür, dass der Brustkorb flach zieht, der Beckenboden nach innen und der Bauch einzieht. Und beim Sitzen klagen wir ja ganz oft über Nackenverspannungen. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir die Spannung nicht im Bauch, Becken, Boden, Gesäßbereich haben hier unten, wo sie hingehört, sondern dass wir hier im Beckenboden zu locker sind und dann versuchen, oben die Situation zu retten. Also dann ist der Schultergürtel und Nacken sehr verspannt. Deswegen achte nochmal ganz besonders darauf, die Arme und die Schultern so hängen zu lassen, als würde es gar nicht zu uns gehören, also möglichst keinerlei Spannung. Aber hier bei der Aufrichtung und beim unteren Rücken nach hinten gegen die Sitzlehne schieben. Da ist die Energie, die Bewegung, die Spannung. Das heißt, bis zu den unteren Rippenbögen, also der obere Bauchmuskelanteil, den spüren wir immer so unter den Rippenbögen. Bis dahin ist Spannung, bis dahin arbeiten wir und der Schultergürtel ist total locker. Spür mal, ob du das schon hinkriegst. Das ist gar nicht so einfach, das zu entkoppeln, wenn das ungeübt ist, wenn wir es gewöhnt sind, einfach zu sagen, wir packen an. Ja? Die beste Position ist immer, wenn wir vielleicht schon Rückenbeschwerden haben im unteren Rücken, dass wir den unteren Rücken kräftig nach hinten schieben, als wollten wir da einen Buckel machen, oder kräftig gegen die Stuhllehne schieben und dann schieben wir einmal rechts und links im Wechsel das Knie nach vorn. Auch hier kannst du die Arme wieder locker hängen lassen und darauf achten, dass die Spannung nur bis zum oberen Bauch geht. Und die Bewegung, die wir mit den Beinen machen, die wir hier vorn am Knie sehen, einmal ist das rechte und einmal ist das linke Knie vorn, die findet im unteren Rücken, Hüft, Gesäßbereich statt. Das Iliosakralgelenk wird mobilisiert. Wenn du also am Anfang spürst, da geht gar nicht viel Bewegung, das fühlt sich auch ein bisschen verspannt an, das wird im Laufe der Zeit lockerer und immer wieder darauf achten, Schultergürtel, Nacken ist locker, aufrechte Haltung, wie eine Prinzessin. Und mit der nächsten Ausatmung lassen wir die Knie auf gleicher Höhe. Faustbreitenabstand zwischen den Knien. Lassen uns einmal nach vorn sinken. Kopf, Schultern, Arme hängen locker. Zwischendurch achtest du immer wieder darauf, dass die Füße, Knie, Hüfte in einer Linie parallel sind. Jetzt, wo wir uns so nach vorn sinken lassen, schau auch einmal, wie deine Füße stehen. Der Abstand zwischen den großen Zehen darf ein bisschen kleiner sein als der Abstand zwischen den Fersen. Wenn das noch nicht so leicht gelingt, dann hast du
Innenbeinaußenseite und Gesäß, ein bisschen Verkürzung. Wir lassen also uns mit dem Oberkörper so locker wie möglich nach vorn sinken. Kopf, Schultern, Arme hängen locker und du schiebst dich ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links. Die Bewegung wird durch Bauch, Beckenboden, Gesäß hier gesteuert. Einmal rechtes Knie nach vorn, ein bisschen, einmal linkes Knie nach vorn. Jetzt sind wir in einer leichten Rotation und mit dieser Bewegung erreichen wir noch mehr Dehnung und Lockerung im unteren Rücken. Wir lassen aber auch den Kopf und den Schultergürtel ganz entspannt zwischen den Schultern, die Dehnung zwischen den Schulterblättern. Nacken lockert sich und wenn wir jetzt uns wieder aufrichten wollen, wir achten immer noch drauf, wir lassen Schultergürtel, Arme, Kopf möglichst locker. Die Spannung bauen wir im Bauch, Beckenboden, Gesäß auf. Das heißt, mit der Ausatmung durch den schmalen Mund ziehen wir den After-Schließmuskel ein, stellen uns wieder vor, wir wollen mit dem unteren Rücken als erstes Richtung Stuhllehne, als wenn wir einen Buckel machen, richten uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Die Fußsohlen sind fest auf dem Boden gestellt, das heißt, ein bisschen Spannung geht über die Füße in den Boden, bis wir aufgerichtet sind. Und dann lassen wir uns zur Seite herübersinken. Stell dir vor, dass du hier so bis zum Bereich des Beckenknochens oder der Taille fest und stabil auf dem Stuhl sitzt. Das gleichst du über Bauch, Beckenboden, Gesäßspannung auf. Aus, die Fußsohlen sind flach und fest auf dem Boden und zur Seite herüber lassen wir uns sinken mit aufgerichtetem Oberkörper. Jetzt hier nochmal ganz wichtig darauf achten, der untere Rücken ist Richtung Stuhllehne geschoben. Dort haben wir auch noch die Kraft. Das Gewicht der Arme zieht Schultern und Schulterblätter nach hinten. Wenn wir zur Seite herübergehen, lassen wir den Kopf auch so mit zur Seite herübersinken, dass wir seitlich im Nacken die Dehnung spüren. Das heißt, Kraft und Spannung ist wieder ab der Taille abwärts bis zu den Fußsohlen. Wie fest, alles wie fest wie eine Skulptur, ein Denkmal. Stabilität und der Oberkörper lässt locker. Ganz wichtig ist immer hier auch durch den schmalen Mund die Ausatmung. Mit jeder seitlichen Bewegung schiebst du den unteren Rücken nach hinten heraus. Also der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule, der untere Rücken Richtung Stuhllehne. Wir kommen zur Mitte zurück. Jetzt haben wir schon hier dieses Seitliche geübt. Das wollen wir dann größer werden lassen und lösen das Gesäß jetzt dabei. Ja, der Unterschied ist jetzt, dass der Oberkörper gerade gestreckt bleibt. Der geht jetzt nicht gebeugt zur Seite, sondern so, als wäre unser Rücken, Nacken lang gestreckt, auch unbeweglich, als hätten wir einen Stock verschluckt. Und bei der seitlichen Bewegung löst sich jetzt einmal rechts, einmal links das Gesäß vom Stuhl. Da könnten wir hier auch immer die Hand drunter schieben. Die Bewegung mit der Hüfte und dem Gesäß bleibt, dass wir also immer schauen, dass wir hier ein bisschen Platz haben, die Fingerspitzen drunter zu bekommen. Aber der Oberkörper bleibt jetzt wieder ruhig. Ich drehe mich hier mal als Beispiel ein bisschen so. Ja, das heißt, jetzt tun wir so, als würden wir ganz ruhig sitzen und die Hüfte macht aber trotzdem dieselbe Bewegung. Da merken wir jetzt, wie wir die Geschmeidigkeit hier in den Rumpf reinbekommen. Das sind also die verschiedenen Bewegungsrichtungen, die uns hier zur Verfügung stehen, wenn wir einfach nur sitzen. Je nach Umfeld können wir natürlich mehr oder weniger zappeln. Wir würden also ganz sicher nicht so mit beim Üben im Theater sitzen, aber wir können das ein bisschen heimlich machen. Ja, das heißt, wenn du lange sitzen musst, dann kannst du trotzdem mal so eine schräge Position einnehmen, mal eine Gesäßhälfte lösen
Wenn du jetzt hier eine Gesäßhälfte gelöst hast, mit dem Oberkörper trotzdem recht gerade bleibst, kannst du zusätzlich wieder die Beckenschaukel machen. Also Hüfte ist ein bisschen schräg, Oberkörper ist gerade, dadurch haben wir die Mobilisation der schrägen Rumpfmuskulatur. Wenn du jetzt hier mit der Hüfte wieder ein bisschen nach vorn und nach hinten bewegst, merkst du, dass du dreidimensional schon wieder andere Bereiche lockerst. Das kann auch mal knacken, wenn sich da irgendwo eine Spannung im Iliosakralbereich oder in der Wirbelsäule zwischen den Wirbeln gebildet hat. Dann kommst du zur anderen Seite. Also der Oberkörper bleibt aufrecht. Spannung, Bauch, Becken, Boden, Brustkorb flach ziehen. Du kannst auch nochmal wechseln. Hier also nochmal im Wechsel rechts, links das Gesäß vom Stuhl lösen, dass du ein besseres Gefühl dafür hast. Das heißt, wir lassen wieder das Gesäß ein bisschen vom Stuhl gelöst, lassen den Oberkörper so, als würde es uns nichts angehen, schön aufrecht und machen in dieser Position, ich mache es mal ein bisschen größer, wieder die Beckenschaukel. Ja, und wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit sitzen, dann würden wir nicht zappeln, aber wir können so eine Position einnehmen. Ja, wir können uns mal so ein bisschen seitlich schräg setzen, sind dabei voll unter Spannung, aber eben nur Bauch, Becken, Boden, Gesäß, Beine machen ein bisschen mit und der Oberkörper ist ganz locker und kann ganz entspannt aussehen. Ja? Sieht also keiner, wenn du so aufgerichtet, entspannt sitzt, dass du hier unten gerade turnst. Dann kommst du wieder zur Mitte. Wir lassen einmal den Oberkörper gestreckt, gehen nach vorne und richten uns wieder auf. Diese Bewegung trainiert jetzt hauptsächlich den Rückenstrecker. Also Bauch, Becken, Boden, unterer Rücken sind immer dabei, sind immer im Zusammenspiel. Wichtig ist jetzt hierbei, der Rücken und der Nacken ist lang gestreckt, der Brustkorb bleibt gestreckt, die Schultern nach hinten, stets stolze Haltung, die Arme hängen aber locker dran, die folgen einfach der Schwerkraft. Den Blick kannst du im eigenen Ausschnitt lassen, so hast du immer die beste Orientierung für den Kopf. Und einmal tief und einmal hoch merkst du, vermutlich als erstes den unteren Rücken. Also einen leichten Muskelausdauerreiz im unteren Rücken. Dann kommen wir zur Mitte zurück und setzen uns ganz hinten auf den Stuhl, so weit nach hinten wie möglich und schieben den unteren Rücken kräftig gegen die Stuhllehne. Lassen locker mit der Einatmung und immer mit der Ausatmung. Das heißt, wir machen jetzt nur die eine Hälfte der Beckenschaukel. Wir pressen nur immer mit der Ausatmung den unteren Rücken fest gegen die Stuhllehne. Und mit der Einatmung oder mit der nächsten Ausatmung lassen wir ein bisschen locker. Im Allgemeinen ist es so, wenn wir ungeübt sind, beim Sitzen, also nicht ständig turnen oder das noch nicht so gewöhnt sind, dann lehnen wir uns natürlich wirklich gerne an der Stuhllehne. Ja, also wenn wir ungeübt sind, lange auf einem Hocker zu sitzen, das wird uns schon recht schnell anstrengend. Du kannst aber heimlich trainieren. Das heißt, du hast einen Stuhl mit Lehne, komm wieder ein Stückchen weiter nach vorn. Oder auch im Auto. Ja, du machst die Rückenlehne ein bisschen schräger nach hinten, sodass du jetzt mit leicht nach hinten geneigten Oberkörper sitzen kannst. Aber wir lehnen uns nicht an. Ja, vermeintlich sieht es jetzt, also wenn ich hier so sitze, Bauch, Becken, Boden unter Spannung, den unteren Rücken schiebe ich nach hinten heraus, auch wichtig, um den Hüftbeuger zu entlasten. Wenn die Leiste jetzt noch sich bemerkbar macht, ja, hier zickt oder du merkst, ah, die Leiste ist zu sehr unter Spannung, dann kannst du einmal die Knie fest zusammenpressen und einmal die Beine weit nach außen machen. Aber immer den unteren Rücken kräftig nach hinten rausschieben. Und der Oberkörper ist locker. Ich kann also sitzen
mit leicht nach hinten geneigtem Oberkörper, ohne mich komplett anzulehnen. Und dann habe ich die Bauchmuskulatur unter Spannung. Wenn ich mich komplett anlehne, geht mir die Spannung ganz verloren. Ist erstmal für die Pause natürlich eine super Lösung, zwischendurch auch mal entspannen, den unteren Rücken auch wieder locker nach hinten sinken lassen. Wenn ich aber den ganzen Tag entspannt sitze oder für einen längeren Zeitraum, mag unser Körper das wieder überhaupt gar nicht. Wenn wir es nicht wissen, sitzen wir tendenziell auch gerne dann ein bisschen weiter nach vorn geneigt. Dann geht die Spannung aber auf den Rücken. Ja, wenn wir etwas nach hinten geneigt sitzen, dann geht die Spannung über den Bauch. Wir müssen nur darauf achten, dass wir den unteren Rücken nach hinten herausschieben, um die Hüfte zu entlasten. Und die ideale Mittelposition, dass also Bauch, die Vorderseite, Brustkorb und Bauch, die Rückseite, Rücken, dass die gleichermaßen belastet sind, da versuchen wir nochmal hier die Mittelposition zu finden. Das heißt, wenn wir sitzen, lassen wir die Bewegung nach vorn und nach hinten immer kleiner werden. Das heißt, wenn du mit dem Oberkörper nach hinten gehst, unteren Rücken nach hinten herausgeschoben, merkst du ja, oh, hier brauche ich die Bauchspannung. Wenn wir mit dem Oberkörper nach vorn gehen, fühlt es sich leicht an, weil der Rücken jetzt übernimmt. Aber das fällt uns gar nicht so sehr auf. Das ist auch dann wieder so ein Fehler, der sich im Alltag gerne einschleicht. Wir sitzen nach vorn geneigt, ja, denken, ja, so ist ja schön entspannt, ne? So kann ich sitzen bleiben, spüren aber nicht, dass die ganze Zeit die Rückenmuskulatur genauso viel arbeiten muss wie in der Position die Bauchmuskulatur. Und deswegen ist es mal ganz interessant, finde mal die Position, wo du merkst, aha, ich muss nicht mehr über den Bauch arbeiten. Wo hört das auf? Ja. Und ich bin aber auch nicht so weit vorn, dass der Rücken arbeiten muss, sondern ich finde mal hier so die Ruheposition. Auch wieder mit einer kleinen Beckenschaukel. Und um sicher zu gehen, dass jetzt der Hüftbeuger auch mal wieder gestreckt wird, werden wir in der nächsten Runde aufstehen. Das heißt, wir nehmen beide Füße ein bisschen dichter unter den Stuhl. Wir lassen Schultern und Arme nach wie vor locker, um einmal zu spüren, dass wir wirklich hier im Bereich Bauch, Beckenboden, Gesäß, unterer Rücken arbeiten. Hier brauchen wir jetzt den Oberkörper in leichter Vorhalte. Kinn zur Brust, Nacken lang. Und dann spürst du, ab wann kannst du das Gesäß lösen und dich aufrichten, richtig komplett kräftig strecken. Hier die Hüfte gut in der Streckung, die Kniekehlen gut in der Streckung. Kannst auch mit den Händen hier so an der Hüfte anfassen, um einen kleinen Gegendruck zu haben, wenn du hier Ellenbogen und Schultern nach hinten ziehst. Jetzt haben wir das Aufstehen und das kräftige Strecken. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, zum Beispiel für deinen Alltag im Sitzen oder fürs Büro. Immer wenn du aufstehst, machst du zum einen wirklich die komplette Streckung, wie beim Strammstehen. Das heißt, du spannst die Beinmuskulatur an, um die Kniekehlen richtig durchzustrecken. Und du spannst das Gesäß an, um die Hüfte richtig durchzustrecken. Wir merken das auch, wenn wir auch bei einer langen Autofahrt aus dem Auto rauskommen wollen, sage ich manchmal. Ja. Hier hilft es, wenn wir auch zusätzlich nicht nur das Gesäß dafür nutzen, um den Hüftbeuger zu strecken, sondern alle Muskeln, die wir am Gesäß finden, kräftig anzuspannen. Ja. Erstmal lieber ein paar zu viel als ein paar zu wenig Gesäßmuskulatur. Kann Kräftigung vertragen. Ist ein ganz kräftiger Muskel oder beziehungsweise viele kleine Muskeln. Um uns wieder hinzusetzen, lassen wir die Arme ein bisschen nach vorn, gehen mit dem Gesäß nach hinten. Sei sicher, dass du auch auf dem Stuhl landest, bitte. Nochmal schauen, nochmal überprüfen und werde erst so klein,
mit dem Gesäß über der Stuhlfläche schwebend, bis du dich Millimeter für Millimeter absetzt. Spür einmal, welche Muskeln werden hier gebraucht und richte dich wieder auf. Das heißt, wenn wir uns ohne aufzustützen, abzustützen, aufrichten wollen, vom Sitzen zum Stehen, brauchen wir hier, dass wir nach vorn kommen, um das Körpergewicht zu verlagern auf die Füße. Du kannst auch hier so einen kleinen Zwischenschritt machen. Sicherlich nicht für jede sitzende Tätigkeit geeignet, aber wenn du das machen kannst bei dir, wenn du die Möglichkeit hast, dann lässt du den Oberkörper erstmal nach unten sinken, gönnst dir hier ein paar Atemzüge in dieser Position, dann hast du die Streckung in den Kniekehlen, in der Körperrückseite komplett. Im Büro könntest du beispielsweise so tun, als würdest du etwas suchen. Bist du unterwegs, könntest du so tun, als müsstest du an deinem Schuh etwas machen, richten oder wie auch immer. Und wenn du dann nach oben möchtest, mit der Ausatmung ziehst du den After-Schließmuskel nach oben, innen, mittlerer Anteil des Beckenbodens, fängst an, mit dem unteren Rücken Wirbel für Wirbel nach oben aufzurollen. Wichtig, du hast hier die Beine unter Spannung. Das zieht hier die Kniescheibe etwas nach oben, die Kniekehlen sind ganz gestreckt. Du streckst dann hier auf halber Höhe die Hüfte schon wieder kräftig durch mit Hilfe des Gesäßmuskels und wow, stehst du. Kannst dann bei jedem Aufstehen im Alltag einfach ein paar zusätzliche Komplettstreckungen machen. Also mindestens komplett strecken, wenn du aufstehst. Besser noch, wenn du aufstehst, ein paar Wiederholungen strecken. Strecken. Hier die Hüfte. Strecken. Bauch, Beckenboden einziehen. Unterer Rücken bleibt trotzdem nach hinten geschoben. Brustkorb flach mit jeder Ausatmung. Und die Kniekehlen strecken auch mit. Einmal locker ausschütteln. Du kannst den Stuhl dann für so einen kleinen Pausenausgleich gut nutzen. Bisschen abstützen, wenn du magst. Nimmst ein Bein auf den Stuhl und legst das einmal so in die Schräge ab. Kannst du ausprobieren. Jede Veränderung der Position verändert auch die Mobilisation ein bisschen und die Muskeln, die du hier erreichst, spürst du unterschiedlich. Versuch's gerne, auf einem Bein zu stehen. Hab aber immer Plan B im Kopf, wenn es doch mal ein bisschen wackelig wird. So, und jetzt ziehen wir mit Hilfe des Gesäßmuskels das Knie nach außen. Die Muskeln unseres Körpers arbeiten also wieder miteinander. Ja, hab also im Einbeinstand das Bein hier einfach so abgelegt. Kannst erstmal so stehen bleiben. Mach auch mal so eine kleine Bewegung, ob sich das alles gut anfühlt hier in der Hüfte. Ja, dass das beweglich ist. Manchmal, wenn das noch verspannt ist, gehst du einfach noch mal so ein bisschen raus aus der Position. So. Und um das Knie nach außen wegzuziehen, brauchen wir den Gesäßmuskel. Kleiner, mittlerer Gesäßmuskel. Überbeinaußenseite bis zum Knie ist aktiv, wird gekräftigt und gedehnt wird die Hüfte. Die Hüfte geht in die Außenrotation und genau das Zusammenspiel, was im Alltag zu kurz kommt, Kräftigung kleiner, mittlerer Gesäßmuskelbeinaußenseite und Dehnung für die Hüfte, die Leiste und die Beininnenseite und du wirst es selbst spüren. Wir wechseln auch gleich noch die Seite, dann hast du nochmal Vergleichsmöglichkeiten. Schau mal, wie sich das hier anfühlt. Immer mit der Ausatmung kannst du dich hier im Standbein so ein bisschen reinsinken lassen. Probier einfach die Bewegungsrichtungen so aus, wie es im Moment für dich möglich ist. Mit der Ausatmung durch den schmalen Mund das Knie nach außen wegziehen. Das ist die Bewegungsrichtung, die wir haben wollen. Das schauen wir uns auf der anderen Seite an. Das Standbein ist natürlich auch mitgeübt
und gegebenenfalls natürlich im Gleichgewicht bleiben, also im Einbeinstand. Ansonsten suchst du dir was, wo du dich festhalten kannst. Wir stellen uns also mit dem anderen Bein näher Stuhl, so dass wir den Fuß auflegen können. Schauen wieder, okay, wie ist es hier mit der Beweglichkeit? Bisschen lockern. Sollte sich das irgendwie verspannt anfühlen, mach noch ein paar Lockerungsübungen. Oder wenn du merkst, boah, komplett unterschiedlich die Seiten, ja, dann empfehle ich dir wirklich auch, das Hüfte einrenken nochmal zu machen. Dazu gibt es auch extra ein kleines Video. Vielleicht am besten Hüfte einrenken im Liegen, aber im Stehen geht es auch. Dafür brauchst du ein Handtuch. Oder sag mir nochmal Bescheid, wenn du eine nähere Info von mir dazu brauchst. Ja, Hüfte einrenken bedeutet, wenn wir hier bei sowas merken, die Seiten fühlen sich komplett unterschiedlich an, dass dann gegebenenfalls die Oberschenkelknochen nicht richtig in der Hüftpfanne ruhen. Und wenn du ein, zwei Wiederholungen mit dem Hüfteinrenken gemacht hast, dann merkst du schon, wow, auf einmal funktioniert alles wieder. So, Standbein übt sich im Einbeinstand. Gesäß und Beinaußenseite ziehen mit der Ausatmung das Knie nach außen. Die Oberschenkelinnenseite, Leiste bis zum Schambeinbereich wird gedehnt. Und auch hier, du kannst immer in alle Richtungen nochmal bewegen. Und wenn du merkst so, oh, knack, 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 dann ist es vermutlich noch der Hüftbeuger, der ein bisschen verspannt ist, oder eben der Oberschenkelknochen sitzt nicht richtig drin. Ist kein größeres Problem. Wir müssen bloß dann immer das Wissen und von Zeit zu Zeit wieder reinschieben, reinrenken. Ist ganz einfach. So, einmal locker lassen. Dann gibt es eine schöne Möglichkeit, wo wir den Stuhl einfach wieder, die Stuhllehne hier mal ein bisschen zum Festhalten nutzen. Du kannst dich aber genauso gut auf den Schreibtisch abstützen. Alles, was da irgendwie gerade verfügbar ist, in verschiedensten Höhen. Und wir lassen erst das eine Bein angewinkelt mit der Fußsohle mit Schwung immer nach hinten schieben. Wir achten dabei darauf, dass die Fußsohle nach hinten zeigt und die Zehenspitzen möglichst nicht nach außen drehen, sondern wir versuchen sogar den großen Zeh ein bisschen nach innen zu drehen, damit wir die richtige Bewegung in die Hüfte bekommen und die Streckung im Hüftbeuger. Wenn du merkst jetzt hier, dass doch bei der Bewegung sich so anfühlt, als würde es gleich verkrampft, können wir natürlich zwischendurch einfach die Beinrückseite lockern. Machen wir gleich mal. Wechsel aber vorher noch mal zum anderen Bein angewinkelt und die Bewegung kommt aus der Hüfte heraus. Der Rest des Beines folgt nur. Dient der Orientierung, ja, Orientierung. Zehenspitzen zeigen nach unten, wenn möglich der große Zeh sogar ein bisschen nach innen und die Bewegung mit dem Gesäß gesteuert streckt die Hüfte. Einmal locker lassen. Lass dich mal mit einem seitlichen Hüftschwung einmal rechts, einmal links reinsinken. Das ganze Körpergewicht ruht immer auf dem Bein, wo wir stehen, Kniekehle gestreckt. Und dadurch, dass du es jetzt schon mitmachst und spürst, weißt du auch selber für dich ganz genau, welches die richtige Übung für dich ist. Das ändert sich natürlich im Laufe der Zeit. Ja, unser Körper ist ein Bewegungsapparat, der möchte immer bewegt werden. Und die Art und Weise und welche Übung ist die richtige, das ändert sich auch mal. Wir bleiben wieder mit hüftbreiten Abstand und wie versprochen,
Wenn du bei der Übung das Gefühl hattest, es könnte auch verkrampfen in der Wade oder in der Oberschenkelrückseite, dann sind da noch ein paar Spannungen zu viel drin. Wir lassen uns wieder nach unten senken mit einem schönen Stoßseufzer. Holen dafür richtig tief Luft. Und mit der Ausatmung lässt du die ganze Luft rauspurzeln aus dir. Dann merkst du, das ist dafür gedacht, dass die Muskelspannung gleich mal um einiges nachgibt. Ja, ein Stoßseufzer der Erleichterung lassen wir von Natur aus raus, bevor oder nach wir, nachdem wir eine anstrengende Aufgabe erledigt haben. Dann geht auch der Blutdruck gleich ein bisschen runter. Und auch hier, lass dich wieder bewegen. Schieben, schaukeln, baumeln in alle Richtungen. Lass Kopf, Schultern und Arme locker. Lass die Beinrückseite gestreckt. Dafür brauchst du ein bisschen Spannung, um die Kniekehlen immer mal wieder zu strecken. Daraus lassen wir gleich die nächste Bewegung entstehen. Lass den Oberkörper locker nach unten. Egal wie weit du hier schon nach vorn kommst, locker hängen lassen, Kopf, Schultern, Arme. Du kannst die Arme auch verschränken miteinander. Und einmal hast du die Kniekehlen komplett gestreckt. Und einmal gehst du in die Beugung, lässt aber den Oberkörper tief. Da kann es eben sein, dass der Bauch schon auf den Oberschenkeln ruht. Lass trotzdem Füße und Knie im breiten Abstand. Mit der Ausatmung gehst du tief. Position wie ein Skispringer. After Schließmuskel nach oben innen ziehen. Und mit der nächsten Ausatmung streckst du die Kniekehlen wieder ganz komplett. Ganz komplett, damit auch das Bindegewebe Streckung mitbekommt. Tief durchatmen. Und dann lassen wir die Kniekehlen gestreckt, lassen die Spannung in den Beinen und richten uns wieder auf, Wirbel für Wirbel. Wenn du einen Stehschreibtisch zum Beispiel hast oder die Möglichkeit, das zu nutzen, oder Tätigkeiten, bei denen du länger stehen musst, der Oberkörper muss aber vielleicht ruhig sein, ja? Dann bieten sich die seitlichen Bewegungen super an. Du hast die Spannung im Bauchbeckenboden. Mit der Ausatmung ziehst du immer den Brustkorb flach. Du kannst dich festhalten. Ja, besonders wenn du jetzt wirklich ein Meeting hast, vielleicht ein Online-Meeting, musst auf den Bildschirm schauen, hast aber einen Stehschreibtisch, dann kannst du den Oberkörper etwas fixieren und unten tonnen. Ja. So, und hier ist es wichtig, auch Beckenboden einziehen, die Spannung wieder erst ab den unteren Rippenbögen bis zum Beckenboden. Der Schultergürtel ist locker aufgerichtet, weil wenn wir den Beckenboden unter Spannung haben, die richtige Spannung, kräftig, aber nicht dauerhaft fest, sondern dynamisch kräftig, dann richtet sich die Wirbelsäule auf. Mit der Wirbelsäule ist der Brustkorb in der richtigen Position. Schultern und Schulterblätter sind nach hinten unten gesunken. Und ich habe euch nicht vergessen, wir wechseln einmal das Bein. Achte auch hier bei der seitlichen Bewegung darauf, die Hüfte ist gestreckt und die Fußaußenseite geht nach außen weg, nicht die Zehenspitzen. Ja, es ist nicht verkehrt, aber hier haben wir gleich wieder die richtige Koordination für die Hüfte. Kinn zur Brust, Nacken lang. Dann kannst du zum Beispiel im Wechsel rechts und links die Fußsohle etwas vom Boden lösen und hast wieder die Mobilisation hier im Iliosakralgelenk. Das ist die Übung im Stehen, die wir vorher im Sitzen gemacht haben, wo wir im Wechsel rechts und links das Knie nach vorn geschoben haben. Ja. Einmal rechts, einmal links.
Und ganz wichtig, die Kniekehlen bleiben gestreckt, die Hüfte bleibt gestreckt, also hier in der Leiste bleibt es gestreckt und die Bewegung mobilisiert Iliosakralgelenk und unteren Rücken. Hier spürst du das. Und wenn du jetzt in der leichten Vorhalte, das kannst du abgestützt oder ohne Abstützen ausprobieren, wieder hier diese Bewegung machst mit gestreckten Beinen. Das ist ungefähr so, als würde jemand, der Puppenspieler, der Marionettenspieler steht hinter dir. Die Fäden sind hier im Ischiasbereich und ziehen einmal rechts und einmal links nach oben. Das ist jetzt insgesamt eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. Wie gesagt, wir müssen natürlich immer schauen, in einem Büro oder im öffentlichen Raum haben wir nicht überall die Möglichkeit zu turnen, aber die eine oder andere versteckte Übung zu machen, im Zweifelsfalle ein bisschen zu kaschieren, weil man sich, weil man vorgibt, man würde etwas aufheben, etwas suchen, an den Schuhen etwas machen. Da kann man schon ein bisschen was nutzen. So, zum Abschluss lässt du einfach nochmal hier im Wechsel schön kräftig eine Kniekehle gestreckt und das Gesäß nach hinten herausschieben und das andere Bein beugst du. Rücken und Nacken ist lang gestreckt. Mit den gestreckten Armen stützt du dich ab. Damit schiebst du die Schultern nach hinten, streckst den Brustkorb. Gestreckter Brustkorb hast du eine gute Versorgung mit Sauerstoff, schöne Einatmung. Und bei dem gestreckten Bein merkst du hier immer Dehnung in Gesäß und Beinaußenseite. Ist also eine einfache Möglichkeit, auch schon Ischiasbeschwerden vorzubeugen. Und du kannst dich auch ein bisschen länger rein hängen lassen. Ja, oder auch mal so ein bisschen bewegen. Spür immer, was möchte dein Körper? Zappel ein bisschen, um auch die umliegenden Bereiche zu spüren. Wo sitzen die Verspannungen? Und last but not least, den Hampelmann bzw. die Hampelfrau. Ich wünsche dir damit schon mal viel Vergnügen und eine Übung, mit der du alles fit bekommst. Starte gegebenenfalls einfach mit 3, machst am nächsten Tag 4, am übernächsten Tag 5. So eine kleine persönliche Challenge für dich. Und beobachte Füße, die Beine, Beckenboden, das Lymphsystem kommt in Gang. Das dient der Entgiftung. Und Vorsicht, es macht gute Laune.